Die Polizei hat bei meinem Mandanten alles durchsucht und kein Cannabis gefunden. Ja, das raucht er sicherlich auch nicht selber. Das hat er alles meinem Sohn in den Joint gedreht. Jetzt kommen wir mal zum Halloween-Abend. An dem Abend waren Sie, zumindest laut Ihrer polizeilichen Aussage, auch daheim. Ja, ich war in der Küche. Ich habe mir den ganz kleinen Halloween-Kürbis ausgehöhlt und Papierhexen gebastelt. Mhm. Haben Sie irgendwas von dem Treiben am Nachbarhaus mitbekommen? Nein, ich war beschäftigt. Außerdem verläuft zwischen unseren beiden Grundstücken eine Hecke. Das heißt, ich kann von meiner Küche gar nicht direkt zu Herrn Krupkes Haus rübersehen. Ich habe erst angefangen, mir Sorgen zu machen, als Jonas schon recht lang weg war. Und dann habe ich aus dem Fenster geschaut und sieh, wie er da liegt, in seinem Vampirkostüm auf der Wiese vor unserem Haus. Mhm. Haben Sie den Angeklagten auch gesehen? Nein, nur Jonas. Der hatte die Augen zu, der hat sich nicht bewegt. Vor seinem Mund war eine graubraune Lache auf der Wiese. Ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen. Nicht aufregen, Mama. Ist ja noch mal gut gegangen. Ich bin dann gleich raus zu ihm und habe ihn geschüttelt und Gott sei Dank ist er auch wieder zu sich gekommen. Aber er hat wie verrückt gehustet und er hat sich gekrümmt vor Schmerzen. Und dann habe ich ein Geräusch gehört und ich schaue hoch und da steht der Herr Krupke auf dem Balkon von seinem Haus, gafft zu uns in den Garten runter, reibt sich vor lauter Schadenfreude die Hände und grinst. Ja gut, gebe ich ja zu. Mir tat das gut, wie ich den da so gesehen habe. Egal, was immer passiert ist. Aber ich habe da nichts mit zu tun. Genau, Sie wissen ganz genau, was mit ihm passiert ist. Sie haben ihm doch den Joint gegeben. Verdammt nochmal, was da alles hätte passieren können. Der Junge lag in seinem eigenen Erbrochenen. Der hätte ersticken können. Der hätte auch erfrieren können. Und Sie stehen da und grinsen. Man sollte Sie noch wegen unterlassener Hilfeleistung verklagen. Ich bin doch erst auf den Balkon raus, wie Sie aus der Tür gekommen sind, zur selben Zeit. Sie haben da schon länger gestanden und das beobachtet. Sie wollten wissen, ob es Jonas auch wirklich schlecht geht. Sowas ist so krank. Ach, ist doch Blödsinn. Ich wollte nur gucken, ob da noch andere Kinder sind, die was kaputt machen. Letztes Jahr haben sie mir 4 Gartenzwerge geköpft. Toll, ne? Ja, das ist ja kein Tötungsdelikt. Haben Sie mit dem Jonas denn sprechen können, als er zu sich gekommen ist? Zum Glück ja. Ich habe auch gleich gemerkt, dass er nach Cannabis riecht. Ich kenne den Geruch. Auf dem Supermarktparkplatz sitzen öfters abends mal Jugendliche und kiffen. Und der Jonas hat gleich zugegeben, dass er was geraucht hat. Und als ich ihn gefragt habe, ob er das von diesen Kinderhasse hat, hat er ja gesagt. Jonas hat gelogen. Wenn meine Mutter mich so gefragt hätte früher, hätte ich auch gelogen und ja gesagt. Ist doch klar. Wissen Sie was? Am liebsten wäre ich direkt zu Ihnen rübergegangen und hätte Ihnen gezeigt, was ich davon halte. Ich bin natürlich erst mal mit dem Jonas ins Krankenhaus gefahren. Dann haben Sie danach mit Herrn Krupke darüber gesprochen? Wollte ich ja, aber er macht ja die Tür nicht auf. Seit der Nummer geht er mir aus dem Weg. Tja, weil Sie sich schuldig fühlen, oder Herr Krupke? Weil die Sache peinlich ist. Deswegen haben Sie die Tür nicht aufgemacht. Weil ich einfach mit der erbärmlichen Patchwork-Familie nichts zu tun haben will. Nicht früher, nicht heute und nicht in Zukunft. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ist das so schwer zu verstehen? Sie sind ein feiger Hund. Anstatt zu mir zu kommen und mit mir zu reden, wenn Sie der Lärm meiner Kinder stört, rufen Sie lieber die Polizei. Und wenn ich dann zu Ihnen kommen will, dann machen Sie die Tür nicht auf. Wie soll man denn da irgendwas klären? Wenn Sie in der Nachbarschaft irgendwas stört, dann ist es immer noch der beste Weg, das direkt zu besprechen, oder? Bevor Sie alles in sich reinfressen. Sie sagen doch, Sie wollen eigentlich am liebsten kein Magengeschwür bekommen, ne? Da reden also Sie so bei kann Ihnen man am ersten Konflikt doch vermeiden und beenden, bevor da eine Riesengeschichte draus wird. Da reden Sie bei ihm gegen eine Wand. Der klärt gar nichts. Der macht alles hintenrum. Genau wie die Sache mit dem Joint. Das passt super zu ihm. Naja, dass er so radikal ist, hätte selbst ich nicht gedacht. Haben Sie schon mal überlegt, dass Jonas sich das Zeug vielleicht woanders besorgt haben kann? Der weiß doch gar nicht, was richtig und falsch ist, der Junge. Was erlauben Sie sich? Ja, mit Ihrer laschen Erziehung. Sie nehmen doch überhaupt nicht die Zügel in der Hand. Ist doch klar, dass der nicht weiß, was richtig und falsch ist, der Junge. Wahrscheinlich kommen Sie gar nicht mit Ihrer Trennung klar, haben da ein Problem mit. Deswegen schieben Sie ihm alles hinten rein. Also Sie spinnen doch. Was nehmen Sie sich eigentlich hier raus, ja? Wir haben auch noch bei der Scheidung nur immer das Beste für unsere Kinder im Auge gehabt. Und wir haben uns einvernehmlich getrennt. Spar dir die Luft, Stefan. Du brauchst dich doch vor diesem Kinderhasser nicht zu rechtfertigen. Aber Herr Krupke hat doch recht. Jonas ist total überdreht. Meine zwei kleinen Brüder toben doch auch den ganzen Tag nicht nur rum. Und sie räumen ihr Zimmer auf, so wie wir es gelernt haben. Fällst du mir jetzt auch noch in den Rücken, Leonie? Nein, aber ich kann nie in Ruhe lernen, weil Jonas die ganze Zeit so laut ist. Und wenn ich geputzt habe, dann rennt er mit seinen dreckigen Schuhen das ganze Haus. Ich weiß schon. Schau mal, Kinder können halt unterschiedlich sein. Du bist mehr der ruhige und ordentliche Typ. Das hast du von deinem Vater. Der ist auch immer total entspannt. Meine Seite der Familie war halt schon immer etwas chaotisch, aber das hat auch immer funktioniert. Wenn alle an einem Strang ziehen, dann können die unterschiedlichsten Leute zusammenpassen. Das ist doch nur Sozialarbeitergeschwätz. Zu meiner Zeit gab es sowas auch nicht. Die Kinder haben zwei Väter, normale Geschwister, Stiefgeschwister und hast du nicht gesehen. Da weiß doch keiner, wer mit wem zugange ist. Also das geht Sie einen feuchten Dreck an. Das geht mich eine Menge an, weil ich das nämlich ausbaden muss, das Geplärr von Ihren Blagen. Dann suchen Sie sich endlich eine Beschäftigung oder ein Hobby. Nur weil Sie Frührentner sind, heißt das noch lange nicht, dass Sie den ganzen Tag zu Hause rumsitzen und nichts tun müssen. Und sich dann gleichzeitig beschweren, wenn die Kinder mittags mal laut sind. Ja, mittags laut ist natürlich was anderes. Also es gibt mittags schon so eine Ruhezeit zwischen 12 und 15 Uhr. Und es schadet Kindern auch nicht, wenn sie auch lernen, sich daran zu halten. Ich weiß schon, aber man kann Kinder doch nicht nach der Uhr stellen. Und die meisten Leute arbeiten ja auch um die Zeit. Suchen Sie sich halt ein Hobby, dann sind Sie auch nicht mehr so ein Stinkstiefel. Zeit genug haben Sie ja wohl. Das ist mein Problem, wie ich mein Leben lebe. Da redet mir keiner rein. Ich tue doch keinem was.
Neulich wurden Schülerlotsen gesucht, die die Schüler morgens über die Straße leiten sollten. Und bei Herrn Krupp haben sie auch gefragt. Und er sagt, nein, um die Uhrzeit schläft er lieber morgens noch. Das stimmt ja auch. Frau Fritsche, ich habe da noch mal eine andere Frage. Sie haben vorhin gesagt, als Sie Jonas auf der Wiese gefunden haben, haben Sie ihn direkt gefragt, ob er den Joint von meinem Mandanten bekommen hat. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht haben Sie ihn damit unwissentlich auf die Idee gebracht, genau das zu bestätigen. Er hatte wahrscheinlich Angst, Ihnen zu sagen, dass er sich den Joint selber besorgt hat. So ein Quatsch. Wo soll er das Zeug denn herhaben? Ja, vielleicht von denselben Jugendlichen, die ihm den Schnaps gegeben haben auf der Wiese. Wie bitte? Ja, den er sich reingeschüttet hat und hat sich besoffen wie sonst was. Ich hab den gesehen mit ein paar ältere Jugendliche, die haben ihm eine Pulle Apfelkorn hingehalten. Der hat einen Zug nach dem anderen gehabt und hat das hinterher rausgekotzt wie sonst was. Also jetzt reicht's aber. Mein Sohn ist ein Kiffer, mein Sohn ist ein Alkoholiker. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich Ihnen das abkaufe. Jonas, hast du auf dem Herbstfest Alkohol getrunken? Nein. Ach, der führt euch doch an der Nase rum, merkt ihr das nicht? Sie brauchen hier gar nicht von sich selbst abzulenken. Sie haben meinem Sohn das Zeug gegeben, so viel ist klar. Weitere Fragen? Keine. Danke, dann nehmen Sie mal bitte hinten Platz, Sie bleiben unvereidigt. Dann hören wir mal deine Freundin an, Michelle Barth, bitte. Auch hier alle Fragen über mich zu stellen, nachdem sie 11 Jahre alt ist. Hallo, Michelle. Hallo. Hey, Jonas. Hi. Setz dich doch bitte mal hier auf den Stuhl. Du bist heute hier als Zeugin. Und da ist es ganz wichtig, weil wir hier die Wahrheit rausfinden wollen, dass du uns die Wahrheit sagst. Also alles, was du erlebt hast und nichts anderes. Klar? Ja, okay, alles klar. Okay. Du heißt Michelle Barth, du bist 11 Jahre alt, du wohnst in Ingolstadt, du bist natürlich ledig und Schülerin. Verwandt, verschwägert mit dem Herrn Krupke? Nee, ich weiß nur, dass er neben Jonas wohnt. Mhm. Jetzt wollen wir erklären, was ist am Halloween-Abend 2011 passiert. Dem Herrn Krupke wird ja vorgeworfen, er soll dem Jonas einen Joint gegeben haben zum Rauchen, ne? Also du warst da auch dabei? Ja. Wir sind verkleidet durch seine Nachbarschaft gegangen und haben Süßes oder Saures gespielt. Wir haben an dem Abend auch echt viel bekommen. Zum Schluss wollte Jonas dann noch zu ihm gehen. Ich wollte nicht unbedingt, weil Jonas mir erzählt hat, wie fies er immer zu ihm ist. Aber Jonas wollte unbedingt und dann haben wir bei ihm geklingelt. Ja klar, die hat mit ihrem Finger, dir war eine Schelle festgeklebt. Da musste ich zwangsläufig aufmachen. Nein, das stimmt nicht. Wir haben wirklich nur ganz kurz geklingelt. Er hat aufgemacht, uns freundlich angelächelt und gesagt, dass er etwas ganz Tolles für uns hat. Dann ist er reingegangen. Ich bin nicht reingegangen. Ich habe euch gar nichts versprochen. Ich habe euch die Tür vor der Nase zugeknallt. Hast du vielleicht gesehen, wohin der Herr Krupke im Haus gegangen ist und was er gemacht hat? Ja, er hat die Tür nämlich aufgelassen und ich konnte reinschauen. Er ist in die Küche gegangen. Die ist am Ende vom Flur. Und dort hat er die Zigarette hergeholt. Jedenfalls dachte ich dann noch, dass es eine ist. Was hat dann nichts geholt. Was hat dann der Herr Krupke zum Jonas gesagt? Er hat gesagt, dass er sie gleich hier bei ihm rauchen soll. Wir haben uns dann auf eine Bank gesetzt und Jonas hat total angefangen zu husten. Herr Krupke hat aber gesagt, er soll trotzdem weiter rauchen. Dass es total cool ist. Jonas hat die Zigarette tatsächlich zu Ende geraucht. Dann hat meine Mutter angerufen und gesagt, dass ich heimkommen soll. Ich bin dann zum Bus gegangen. Ja. Hast du noch mitbekommen, als es Jonas schlecht wurde? Nö. Er hat nur gesagt, dass er jetzt auch heimgeht und dass ihm ein bisschen schwindelig ist. Das war alles. Sie hören schon zu, Herr Krupke, ne? Ich meine, die Zeugin hier bestätigt ja zu 100% das, was Jonas gesagt hat. Und sie sagt uns sogar, wo sie den Joint geholt haben. Das Mädchen lügt. Ich bin nicht in die Küche. Ich habe nichts geholt. Doch, ich habe sogar genau gesehen, wo sie den Joint hergeholt haben. Aha, woher denn? Ja, er ist in seine Küche zu einem alten Schrank mit zwei Glastüren gegangen. Dort hat er eine Tasse rausgeholt und daraus den Joint. Herr Krupke. Kann ja nicht sein. Oh, entschuldigen Sie bitte. Herr Richter, darf ich dazu was sagen? Bitte. Ich kann diesen Joint, den ich niemals hatte, gar nicht aus diesem Schrank geholt haben, weil ich den schon einige Tage vorher verkauft habe. Und Sie sind sicher, dass es um den Schrank geht, den die Michelle gerade erwähnt hat? Oh ja, von der Haustür aus konnte man genau auf die Ecke gucken, wo der Schrank gestanden hat. Aber der steht da jetzt nicht mehr. Und normalerweise hätte Michelle den auch sehen können, bevor ich ihr die Tür vor der Nase zugeknallt habe. Aber? Wenn er noch da gewesen wäre, weil der so potthässlich war, von meinem Vormieter stand der da noch, habe ich den verkauft. Da stand vorher ein Schrank mit zwei Glastüren. Jetzt steht da aber ein kleiner Tisch. Und Sie können gerne den Käufer fragen. Oder noch besser, ich kann Ihnen die Kaufquittung zeigen. Ich hefte ja immer alles ab, wie sich das gehört. Wir können natürlich jetzt die Quittung kommen lassen. Mhm. Noch besser, wir können den Käufer, der auf der Quittung steht, hier als Zeugen vorladen. Ich sehe dir gerade an, dass da in dir was rattert und dass du merkst, dass du ein kleines Problem hast, Michelle. Also, hast du wirklich gesehen, dass der Herr Krupke den Joint aus dem Schrank geholt hat? Hast du es gesehen? Ich erinnere dich jetzt nochmal, du musst dir die Wahrheit sagen. Hey! Aber so weit kommst du, dass du hier eine Zeugin beeinflusst. Aber ganz sicher nicht, junger Mann. Ja?
Also, Michelle, hast du es gesehen? Nein. Was hast du dann gesehen? Kann es sein, dass der Kupke vielleicht überhaupt keinen Joint geholt hat und keinen Joint dem Jonas angeboten hat? Michelle, du darfst nicht lügen. Da hat die Frau Fötsch absolut recht. Und ich will jetzt, dass du hier die Wahrheit sagst. Hier geht's für den Herrn Grubke heute um einiges. Michelle, das ist kein Kinderspiel mehr. Ja? Okay, das stimmt nicht. Ja, sag ich doch die ganze Zeit! Er hat uns gar nichts gegeben. Also dann sag uns jetzt mal, was an dem Abend wirklich passiert ist. Also, wir sind wirklich zu seinem Haus gegangen und haben auch wirklich lang geklingelt. Jonas hat das extra gemacht, um ihn zu ärgern. Er hat die Tür aufgemacht, uns angemeckert und dann die Tür ins Gesicht geschlagen. Genau so war es, sag ich doch die ganze Zeit! Verdammt nochmal! Danach waren wir fertig mit der Runde und dann haben wir uns zwischen die Hecken, also die zwischen Jonas und Herr Krupkes Haus, gehockt. Jonas hat den Joint aus seiner Jackentasche gezogen und stolz gesagt, dass er ihn extra für uns beide gekauft hat. Ich wusste, dass der Joint eine Jackentasche war. Wo um alles in der Welt hattest du einen Joint her, Jonas? Also ich habe Verständnis, dass Sie jetzt auch viele Fragen haben, aber ich auch. Und ich möchte es jetzt erstmal hier klären, und zwar eine nach der anderen. Hat Jonas gesagt, wo er den Joint her hatte? Nee. Was hat er gemacht mit dem Joint? Ich wollte nicht, dass er den raucht. Er hat ihn trotzdem angezündet und mich gefragt, ob ich auch will. Ich habe nur einmal dran gezogen und ich fand es echt eklig. Jonas hat den Joint dann zu Ende geraucht. Dann hat meine Mutter angerufen und gesagt, dass ich heim muss. Und das hast du super genau ausgedacht. Im Notfall sogar zu sagen, wo er ihn hergeholt hat, aus diesem Schrank. Woher wusstest du denn überhaupt, dass er so einen altmodischen Schrank da in der Küche hatte? Ich habe früher mal Lose mit meiner Freundin fürs Herbstfest verkauft. Da waren wir auch bei ihm zu Hause und ich war kurz in seiner Küche. Jonas, jetzt noch mal zu dir. Auch für dich gilt jetzt wirklich, das ist kein Kinderspiel. Stimmt es, was die Michelle hier sagt? Ja, okay, das stimmt. Ich wollte, dass Michelle mich cool findet. Ach, und du denkst, man ist cool, wenn man einen Joint raucht? Aber ganz sicher nicht, dass das schon mal klar ist. Ein Joint ist alles andere als cool. Und wenn du dir selber die Fotos noch mal anschaust, wie du da ausgesehen hast, naja, das wird, glaube ich, niemand cool finden. Das ist nur noch eklig. Ja? Und du hast den ganzen Joint zu Ende geraucht? Ja. Weil du wolltest, dass sie dich cool findet? Ja, und noch fast bis zum Ende. Ich hab's nicht mal mehr nach Hause geschafft. Bin auf der Wiese von unserem Haus umgekippt und hab gekotzt. Und als du dann rausgekommen bist und gemerkt hast, dass ich nach Gras rieche, hab ich auch noch richtig Schiss gekriegt. Und hast Angst gehabt, dass du bestraft wirst zu Hause? Hm. Und als Mama mich dann gefragt hat, ob Herr Krupke mir den Joint gegeben hat, habe ich einfach ja gesagt. Du bist ein Lüchtern, Randalierer, ein Junkie, ein Alkoholiker. Jetzt. Und das wolltest du mir in die Schuhe schieben. Also gut, jetzt übertreiben Sie aber wirklich mal um einiges. Ja? Ja, ist doch wahr. Einen Joint geraucht und Junkie, das sind aber noch Welten dazwischen. Mhm. Oder? Jetzt sind Sie doch lieber mal zufrieden, dass er jetzt die Wahrheit sagt, dass er aus den Beinen überhaupt die Wahrheit rausbekommt. Ja, jetzt, was habe ich da für Theater hier? Ja. Wie werde ich angeguckt bei den Nachbarn? Ja, dafür ist die Gerichtsverhandlung ja da, um das aufzuklären. Mhm. Ja? Und wenn Sie nichts getan haben, danach sieht es ja jetzt aus, dann werden Sie mit weißer Weste hier rausgehen und dafür gibt es die Gerichtsbarkeit hier. Ja? Also sind Sie mal lieber froh, bevor Sie sich noch mal aufregen hier. Hurra! So, tja, Jonas, böse Geschichte, ja? Hast einen Sündenbock gebraucht, oder wie? Wissen Sie, Frau Fötsch, ich muss jetzt schon auch mal was sagen. Es ist natürlich schon ein Problem, wenn man zu so einem Jungen dann nicht sagt, woher hast du den Joint, sondern gleich sagt, das ist nämlich auch ein Stück Vorurteil, hast du den vom Club bekommen? Da ist für ihn natürlich das Leichteste zu sagen, bevor er mit Ihnen Ärger kriegt, ja, ich habe ihn vom Club bekommen. Das ist das, glaube ich, was Sie sich hier vorwerfen lassen müssen, nämlich, dass Sie aus einem Vorurteil heraus seine Lüge begünstigt haben. Ich konnte das doch nicht wissen. Ich habe wirklich geglaubt, er hätte Jonas das Zeug gegeben. Und wo hast du das nun her? Von meinem Taschengeld gekauft, von einem aus der 11. Klasse. Wer genau? Wie heißt der? Sag ich nicht. Da reden wir zu Hause noch drüber. So was kannst du doch nicht machen. Das ist genau das Gegenteil von cool. Jonas, sowas ist total uncool. Da hat dein Papa absolut recht. Also um Mädchen zu beeindrucken, gibt es mit Sicherheit coolere Wege, als Drogen zu rauchen. Ich glaube, die Wege kann dir dein Papa vielleicht erklären, die es da gibt. Aber jedenfalls Drogen. Keine Frage. Und das hast du wohl jetzt selber erlebt, wenn ich mir die Fotos ansehe. Die sind sowas von uncool. Die sind sowas von schädlich.
Und die können wirklich in deinem Körper ganz, ganz großen Schaden anrichten. Hat das auch nicht so toll, dass du den Joint geraucht hast, Jonas? Ja, schon gut. Sorry. Entschuldige dich lieber mal bei Herrn Krupke. Ja, Entschuldigung, es tut mir leid. Naja, eine Entschuldigung ist eine Entschuldigung, Herr Krupke, oder? Nee. Nee, ist es nicht. Naja. Also, euch muss zum einen klar sein, Drogen sind illegal, habe ich schon gesagt. Viel schlimmer an Drogen ist, dass sie einen Riesenschaden im Körper anrichten. Man kann abhängig werden. Das habt ihr sicher schon 100-mal gehört. Und am Ende glaubt man es erst, wenn es einmal so schlecht geht, wie es dir an Halloween offensichtlich gegangen ist. Aber was mir noch wirklich sauer heute hier aufstößt, einen anderen Menschen einfach völlig zu Unrecht belasten. Ja? Ihr habt überhaupt keine Skrupel gehabt, hier zu lügen, euch vorher abzusprechen natürlich, um ihn in die Pfanne zu hauen. Ja? Wenn ihr über 14 wärt, dann wärt ihr bald hier die Angeklagten gewesen. Ihr habt ein Riesenglück, dass ihr noch keine 14 seid. Ja? Sonst hättet ihr euch strafbar gemacht. Das ist die eine Seite. Genauso mit den Drogen hätte sich strafbar gemacht, ja? Ab 14. Könnt ihr euch in der Klasse weitererzählen. Ja? Und ich bin mir aber sicher, dass der Staatsanwalt nicht locker lassen wird, Jonas, bevor er nicht von dir erfahren hat, von wem du diesen Joint wirklich bekommen hast. Ja? Ich glaube, nach all dem, was ihr hier angerichtet habt, ist das das Mindeste, was du noch tun kannst. Ja? Damit, denke ich, haben wir erstmal genug gehört, oder? Hast du dich jetzt auch schon entschuldigt eigentlich? Entschuldigung, Herr Krupke. Ja. Naja, das können wir natürlich nicht von ihm verlangen, dass es annimmt. Wäre ein Zeichen von Größe gewesen. Aber es hätte mich auch gewundert, Herr Krupke. So, dann bleibst du auch unvereidigt, auch der Jonas bleibt unvereidigt. Nimm auch mal bitte hinten Platz. Bundeszentralregisterauszug haben wir, da ist ein Voreintrag drin. Ja, den hat der Staatsanwalt schon erwähnt, aber ich glaube, wir müssen es nicht verlesen. Nein. Oder? Weitere Nein. Anträge, weitere Erklärungen. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Bundesgerichtsfrau Verteidigerin, ich ärgere mich maßlos darüber, wie ungenau es die beiden Kinder hier mit der Wahrheit genommen haben. Es zeugt von schlechter Erziehung, genauso wie das Beschmieren von Einfahrten mit wasserfester Farbe und das Bewerfen von fremden Fenstern mit Wasserbomben. Mir ist schon klar, dass man Kinder nicht immer steuern kann. Aber ich muss doch mal das so deutlich zu den Eltern hier, zu den Patchwork-Eltern sagen, diese unkritische Haltung, die sie an den Tag gelegt hatten, das ist nicht in Ordnung, weil so kommen wir nicht weiter. Nach dem Motto, es sind halt Kinder, so kommen wir nicht weiter. Kinder müssen Grenzen aufgezeigt bekommen und Kinder müssen auch lernen, dass man Rücksicht auf andere nehmen muss. Und da scheint es mir bei den beiden Kleinen hier höchste Eisenbahn zu sein. Wir haben es ja gehört, sie haben heute hier gelogen. Sie haben Drogen genommen. Und da muss was passieren. Und da wünsche ich mir einen deutlich kritischeren Umgang. Eins ist klar, der Angeklagte hat es nicht drauf, was Diplomatie anbelangt. Aber ich bezweifle auch, dass ein Dialog im Vorfeld so viel gebracht hätte bei dieser, ich sagte es, unkritischen Haltung. Was ich mir wünsche, in diesem Nachbarschaftsverhältnis, man hat es doch gemerkt, er mag ja, zum Beispiel hier die Leonie mag er ja, weil die ruhiger ist. Er hat doch einfach ein Problem mit Lärm. Der Hausumbau hat ihn doch auch gestört. Das geht ja gar nicht so sehr gegen Kinder, sondern dieser Mann ist sehr empfindlich. Und das kann man vielleicht ein Stück weit auch dann verstehen. Mein Wunsch wäre, dass sie einfach sich wirklich mal zusammensetzen und darüber reden. Die Kinder müssen Kinder sein dürfen. Aber gleichzeitig muss man vielleicht mal Lösungen finden, diesem Herrn, der jetzt Frührentner ist, auch ein bisschen entgegenzukommen. Reden Sie mal miteinander und ihr zwei passt auf, denn ich passe auf euch ein bisschen auf. Wenn ihr 14 seid, sieht es sehr viel gefährlicher für euch aus. Macht nicht mehr so einen Unsinn. Ja, Freispruch. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, man kann über meinen Mandanten sagen, was man will. Man kann ihm auch nachsagen, er sei aufbrausend, das gebe ich zu. Aber was man ihm nicht nachsagen kann, ist, dass er ein Kinderhasser oder ein Kinderfeind ist. Mein Mandant ist lärmempfindlich. Er zieht sich zurück, er möchte seine Ruhe haben. Er agiert nicht, er reagiert. Und zwar dann, wenn er von Kindern massiv provoziert wird. Und Jonas hat hier den Bogen mehrfach überspannt. Tagtäglich hat er zielgerichtet immer versucht, meinen Mandanten aus der Reserve zu locken und ist dabei noch so raffiniert vorgegangen, dass er sich jetzt diese Geschichte ausgedacht hat, die dazu geführt hat, dass mein Mann auf der Anklagebank gelandet ist und das völlig zu Unrecht. Da muss man doch sagen, so ein kleines raffiniertes Bürschlein, das da auch noch die Rückendeckung von den Eltern hat, ist auch noch in der Lage, seine Freundin einzuwickeln, die sich hier in eine Falschaussage hinreißen lässt. Ja, da hätte es mir auch den Boden unter den Füßen weggezogen. Da hätte ich auch nicht mehr ruhig hier gesessen. Da wäre ich auch aufbrausend geworden. Und da, meine ich, hat mein Mandant völlig zu Recht mal seine Meinung gesagt. Mit Kinderhass und Kinderfeindlichkeit hat das nichts zu tun. Ich beantrage Freispruch. Danke, Frau Verteidigerin. Herr Krupke, Sie haben die Anträge nun gehört. Sie können selbst auch noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, ich befürworte natürlich den Freispruch. Und zu euch Eltern will ich nur sagen, hätte alles nicht so weit kommen müssen, wenn man mal geredet hätte. Und vielleicht mal auf den anderen ein bisschen eingehen. Aber nicht die eigenen Plagen sofort in Schutz nehmen. Und meine Kinder machen sowas nicht. Lieb nett. Ich will einfach nur Ruhe haben. Wenn das ist,
kann man sich doch unterhalten. Ich hasse bestimmt keine Kinder. So, reicht. Gut, dann ziehe ich mich mit den Chefen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Heinz Krupke wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Ja, jedes Ding hat immer zwei Seiten. Und zwar mindestens, wenn es nicht viel komplexer ist. Schauen Sie, jeder wirft dem anderen vor, man müsste halt endlich mal reden. Und keiner tut's, weil jeder schon voreingenommen ist. Ja, für Sie, Herr Krupke, ja genau, jetzt zeigen Sie schon wieder mit dem Finger. Für Sie sind doch Patchwork-Familien schon der Untergang des Abendlandes und Eltern sollten am besten ihren Kindern die Stimmbänder rausoperieren lassen. Ja, und Sie wagen sogar zu sagen, wer das nicht tut, wessen Kinder lärmen, der hat in der Erziehung versagt. Sie wagen sogar ein Urteil über fremde Beziehungen. Was hätten Sie gesagt, wenn beim Verlesen Ihrer Personalien ich die Nase gerümpft hätte, weil da auch steht, geschieden? Naja, und Sie, Frau Fitsch, ja, für Sie ist immer der Herr Krupke der Böse. Immer. Sie sind gar nicht bereit, mal in Erwägung zu ziehen, dass vielleicht auch mal die Kinder im Unrecht sein könnten, wenn seine Gartenzwerge geköpft werden. Oder wenn der Jonas einen Joint raucht. Immer ist der Kinderhasser schuld. Und Sie haben dem Jonas wirklich die Ausrede in euch dadurch leicht gemacht, dass Sie eben voreingenommen gleich gefragt haben, war das nicht der Herr Krupke? Also er war es aber nicht und deswegen ist er natürlich heute hier frei zu sprechen. Das ist die eine Seite, aber man muss auch nicht so schwarz sehen, wie der Herr Staatsanwalt zum Beispiel. Ich glaube, das ganze Ding heute hat auf die beiden da hinten schon Eindruck gemacht, diese Hauptverhandlung, ja. Was Drogen betrifft, glaube ich sowieso, wenn ich die Bilder hier sehe, dass der Jonas erstmal geheilt ist und nicht mehr auf die Idee kommt, dass Drogen cool sind. Und dann habe ich schon, was immer bisher war, auch das Gefühl, wenn ich so höre, wie Sie oder auch Ihr geschiedener Mann mit dem Jonas umgehen, dass da schon von zu Hause aus die Dinge zurechtgerückt und der Jonas auch eingenordet wird. Und das ist natürlich heute leider keine Selbstverständlichkeit mehr, aber ist sicherlich ganz wichtig, wie Sie sagen, es müssen auch mal Grenzen gesetzt werden. Also ich will damit sagen, ich sehe überhaupt kein Versagen Ihrer Erziehung. Begleiten Sie weiterhin die Kinder mit Liebe und Wärme, aber auch mit der nötigen Unvoreingenommenheit gegenüber Dritten. Ja, und bei Ihnen frage ich mich schon manchmal, ob Sie wirklich mein Kind gewesen sind. Es gibt Menschen, bei denen man sich das ganz schwer vorstellen kann. Nehmen Sie doch einfach mal Kinderlärm als das, was es ist. Zukunftsmusik. Und wenn ich Sie hier die ganze Zeit so gehört habe, dann muss ich wirklich zum Ergebnis kommen, der Lärm von Erwachsenen, der ist oftmals nicht nur lauter, der ist vor allem unerträglicher als der Lärm von Kindern. Wissen Sie, Kinder, die lachen, ohne drüber nachzudenken. Und Erwachsene, die brüllen, ohne drüber nachzudenken. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen.